Da war einfach gar nichts. Erstmal speichern. Alter, ich komme nicht über den Weg, wie geil das aussieht. Das ganze Lyrum hier. Und hier ist eine komische Lyrumsäule, die da. Und. Mich sollte nichts mehr überraschen. Aber das. Moment. Der Rhythmus, dem wir gefolgt sind. Wir haben seinen Ursprung gefunden. Jedoch nicht den Titanen. Hier ist ein Titan. Ich glaube, das ist nämlich das Herz. Ich glaube, wir laufen die ganze Zeit durch den Titan. Seit wir hier heruntergekommen sind, fühlen sich die tiefen Wege anders an. Organisch. Wir sind die Suche nach dem Titan falsch angegangen. Er ist nicht wie wir. Es ist riesig. Groß genug, um die Welt um sich herum zu verändern. Wir können den Titan nicht sehen, weil wir uns in ihm befinden. Das macht Lyrium zu seinem Blut, oder? Irgendwas in der Art? Falls ich nicht überlebe, muss Orsama die Wahrheit über all das hier erfahren. Ich habe Korypheus nicht besiegt, um jetzt hier unten zu sterben. Das wird auch nicht passieren, mein Freund hier. Wir räumen sie jetzt weg. Kein Wunder, dass die den bewachen. Die bewachen hier sein Herz. Ja, wenn das da unten sein Herz, dann ist auf jeden Fall Lyrium das Blut von Titan. Das macht. Das würde auch mit Biancas. Das machen wir nach dem Kampf. Nach dem Kampf beginne ich zu sinnieren. Das würde zu Biancas Feststellung, dass Lyrium lebendig ist, passen. Lyrium ist ja nichts anderes als. Dann ist Lyrium verderbtes Blut von einem Titan. Würde das dann normale Magie, die Lyrium benutzt, auch zu Blutmagie machen? Das ist jetzt die Frage. Ach du Scheiße. Diese Bauwerke. Könnte hier womöglich eine ganze Zivilisation leben? Eine Stadt im Inneren eines Titanen. Unglaublich. Und die Beben haben keinerlei Schäden verursacht. Wäre blöd, wenn ein eigener Herzschlag sich selbst umbringen würde. Gut, es gibt Situationen, wo das passieren kann, aber das wäre ungünstig. Also wundert es mich nicht, dass die Beben hier unten keinen Schaden verursacht haben. Man fühlt ja auch immerhin nicht seinen eigenen Puls in sich selbst. Normalerweise. Sagte sie, während wir gerade einem der Typen die Lebensenergie rausgerissen haben. Ohne Armbrustschütze. Schnell. Wow. Gesundheit ziehen. Oh, das war knapp. Komm, ich muss mich rollen. Armbrustschütze, weg damit. So. Ach du Scheiße. Wir sind die ganze Zeit durch Titanen durchgelaufen. Die ganze Zeit, seit wir die Lyrium-Vorkommen entdeckt haben. Das muss aber eine ganze Menge von denen geben. Oder jede Lyriummine muss mit einem zusammenhängen. Ja, wir kommen definitiv näher zum Herzen hier. Und die Musik ist auch anders. Und die Atmosphäre immer noch geil. Aua.
so geil aus. Da laufen wir Chabitol rum. Ist ein Armbrustschütze, da ist ein Armbrustschütze. Alle halt. Schieß doch, Kollege. Das sind ganz schön viele Armbrustschützen hier. Oh. Rollen. Wir müssen uns irgendwie aus dem Weg rollen. Oder in Deckung bringen. Denn diese Armbrustschützen machen kurzen Prozess mit uns, wenn wir uns nicht verteidigen können. Aua. Halten übrigens alle Befehle aufheben erstmal hier. Oh, wir sind umgekippt. Cassandra, das mit dem Halten war eine blöde Idee. Hier, gib uns mal so einen. Okay, jetzt können wir uns den einfach holen, ohne unsere Fähigkeit direkt verschwenden zu müssen. Wie hell es hier ist. So ziemlich alles, was wir wissen, auf den Kopf gestellt. Sie kämpfen wie Fanatiker. Haben Sie denn keine Angst vor dem Tod? Vielleicht sind Sie ja die Legion der Toten des Titan. Sag das nicht. Vermutlich aber schon. Die wollen vermutlich unbedingt ihren Titan beschützen, der sie irgendwie am Leben hält oder so. Ich meine, die haben sich mit Lyrium verwoben. Das heißt, die haben sich mit dem Titan selbst verwoben. Und das ist dann auch der Gesang, den die Templer hören. Wenn die sich nämlich mit Lyrium infusieren. Ich will euch nichts tun. Wir haben schon wieder so einen Armbrustschütz in der Nähe und ich glaube, wir werden auf jeden Fall unseren Fokus noch brauchen, deswegen spare ich den jetzt gerade auf. Oh, wir sind umgekippt. Cole, gib uns so einen. Denke ich gegen irgendwas besonders schwach, kann ich mal ganz gut analysieren. Immunität, Angst, Schlaf, Immunität, Einfrieren, Lähmung, Kälteresistenz, geschwächt, Immunität, Brennen. Die sind immun gegen so ziemlich alles. Fucking Lyrium.
Wir machen gerade die bahnbrechendste Entdeckung der Welt, aber erstmal das Geld mitnehmen. Ich meine, was wurde uns schon alles in den Kopf gestellt, was wir gelernt haben? Die Elfen haben sich selbst massakriert. Solas ist ein altelfischer Gott. Die, Lyrium ist das Blut von Titan. Die Verderbnis hängt mit Lyrium zusammen. Oh, mein Bein ist eingeschlafen. Das Autobahnbrechende Entdeckung. Oh. Vorratslage. Erstmal alle einen saufen. Das heißt, wir stehen jetzt wirklich vor dem Bossfight. War gerade noch irgendwas, was hier. Mist. Weiter geht's dann. Seht nur, dies sind die einzigen Erinnerungen in diesem Gebiet. Dieser Teil bedeutet der Weg der Reinheit. Und hier ist ein Verweis auf das Blut des Titanen. Dort steht, die Chabrutur kämen hierher, um es zu trinken. Da, das Lyrium. Das Blut des Titanen muss die Chabrutur am Leben erhalten und ihnen ihre Macht verleihen. Aber wo ist es? Es sei denn... Lyrium. Das Blut des Titanen ist Lyrium. Das könnte Orsama ruinieren, wie interessiert das? Seid ihr sicher? Ja, komm. Oh, komm, wir machen. Ja, komm, das könnte Orsama ruinieren, weil es Spezialwissen ist. Jede einzelne Nation an der Oberfläche kauft Lyrium. Orsamas gesamte Wirtschaft beruht auf dem Handel damit. Das hier ist größer als jede Nation. Auf jeden Fall. Wir müssen dem ein Ende machen! Ah, wir sind der Wahrheitsfinder, toll. Sag bloß, wir müssen den Titan jetzt massakrieren. Vor allen Dingen, der ist irgendwie aufgewacht, oder warum kommt das jetzt erst? Wieso ist Vivian eigentlich angeschlagen? Trink dir so ein. Bleib am Leben. Was sollen wir jetzt machen? Das Vieh umbringen? Nicht gut. Oh. Oh. Was sollen wir jetzt machen? Also wir können unsere Verbünde hier zerstören. Wir können uns mit dem Lyrium leben, wenn es kein Problem. Yeah.
ich mach jetzt noch ein paar Feldpeitschen platt. Oh! Bleibt in Bewegung! In Bewegung bleiben ist eine gute Idee. Oh shit! Whoa! Okay, die Peitsche müssen zuerst weg, bevor wir irgendwas machen können. Die Peitsche, komm, mach die Peitsche platt. Ach, die hat die Peitsche anvisiert. Alter, der hat uns schon wieder massakriert. Vivienne, wo bist du? Wieso ist Vivienne da drin? So. Und trink dir so ein. Wir trinken uns auch so ein. Der Wächter ist schon fast platt. Oh, jetzt mal kommt er mir sehr scheiße an. Ach, wir dürfen nicht mit. Ach, es kommen. Ah, ich sehe schon. Diese komischen blauen Teile zeigen an, wo gleich so komischen Spitzen rauskommen. Cole, trink dir so ein. Okay, Drachenzorn. So, da haben sie den Jugendverbund erwischt. Und, den Zurechter besiegt, glaube ich. Oder? Walter, seid ihr verletzt? Oh, zu laut. Das Lied. Stopp! Ich bin... Es geht mir gut. So also fühlt sich Magie an. Was? Es sah aus, als wärt ihr während des Kampfes von reinem Lyrium getroffen worden. Ja, es hätte mich vergiften müssen, aber ich fühle mich gut. Sogar mehr als gut. Das Lied? Ihr sagtet, das Lied sei zu laut. Es hat euch Qualen bereitet. Es war Chaos. Der Rhythmus, dem ich hierher gefolgt bin. Nur viel stärker, übermächtig. Aber... Es ist fort. Muss ich Angst haben? Ihr hättet mich beinahe getötet. Was geschieht, wenn ihr das nächste Mal die Kontrolle verliert? Das wird nicht geschehen. Ich würde euch niemals Schaden zufügen, Inquisitor. Zwerge können normalerweise keine Magie wirken. Ihr habt eine Art Zauber gewirkt. Das sollte eigentlich unmöglich sein. Es war kein Zauber, es war ein Unfall. Es ist alles in Ordnung. Jetzt mach ich mir Sorgen. Wir sollten Hilfe holen. Ihr könntet verletzt sein, oder? Ich fühle mich besser als je zuvor. Stärker, lebendiger. Der Stein ist verstummt. Der Rhythmus ist verklungen. Ebenso wie die Beben. Aber das Lied hallt noch nach. Es erzählt mir so vieles. Die Bresche. Sie hat den Titanen aufgewühlt. Nun jedoch ist er beruhigt, denn er hat eine Verbindung zu einem seiner Kinder. Zu mir. Was haben wir hier bekämpft? War das der Titan? Haben wir ihn getötet? Der Titan ist am Leben. Das hier war ein Echo, ein Hüter. Aber ihr habt ihn verstummen lassen. Garal, wer war Garal? Ist dasselbe wie hier auch in dem Teig geschehen, in dem ihr Paragon Garals Buch gefunden habt? Ja, aber ich weiß nicht, was den Titanen damals aufgewühlt hat. Es mag sein, dass es mir das Lied verrät. Irgendwann.
Ihr sagtet, ihr wärt ein Kind des Steins, nicht ein Kind der Titan. Ich bin mir nicht sicher, was ich bin, aber der Titan hat mich erkannt. Wie ein Vater, der die Stimme seines Kindes hört. Ihr wurde definitiv ver... Die Beben könnten erneut beginnen, wenn interessiert. Ihr wurde erstmal verändert. Der Titan hat euch verändert, Walter. Ihr müsst vorsichtig sein. Ich bin jetzt anders. Aber ich bin immer noch eine Bewahrerin. Isana, so nennen wir das Lyrium und betrachten es als Geschenk des Steins. Dabei ist es so viel mehr, als wir uns je vorstellen konnten. Ich wurde in die tiefen Wege entsandt, um vergessene Geschichte aufzuspüren. Das hier ist nur der Anfang. Ich werde hier bleiben. Die Chabritol? Die Chabritol haben Leutnant Wren getötet. Und sie sind immer noch hier unten. Habt ihr keine Angst vor ihnen? Nein, ich bin rein. Ich kann mich verteidigen. Der Anfang wovon? Der Titan ist nur der Anfang? Was sonst könnte es hier noch geben? Die tiefen Wege sind voller Wunder. Voller Antworten auf Fragen, die uns bisher noch nie in den Sinn gekommen sind. Und wie werdet ihr überleben? Wo werdet ihr leben, wenn ihr hier bleibt? Wovon werdet ihr euch ernähren? Ich habe mein Gespür für den Stein. Und jetzt noch so vieles mehr. Mir wird nichts geschehen. Ihr seid die erste Zwergin in ganz Thedas, die je Magie gewirkt hat. Eure Hilfe wäre für uns von unschätzbarem Wert. Es gibt an der Oberfläche keinen Platz für mich. Diese Welt müsst ihr retten, nicht ich. Der Einsturz der Mine, Rans Tod, das alles ist geschehen, um mich hierher zu führen. Nach allem, was wir erlebt haben, möchtet ihr hier alleine zurückbleiben, um mit dieser Kreatur zu sprechen? Sie singt, seufzt, schlüpft durch die Stille. Sie kann hier heilen. Ich bin dazu berufen, mich auf die Suche zu begeben, Inquisitor. Hier gehöre ich hin. Ich verlasse diesen Ort mit mehr Fragen als Antworten. Aber das heißt nicht, dass ihr es auch tun müsst. Seid einfach nur vorsichtig. Die Halle der Bewahrung in Orsama wird wissen wollen, was euch widerfahren ist. Sagt ihnen einfach die Wahrheit, dass ihr es nicht wisst. Lasst uns gehen. Mein Hirn... ja. Na bitte, er kommt immer zurück. Her mit dem Geld, Salrocker. Freigeschalteten Kodexantrag, der Wächter, die Chabritol. Wo ist der Tisch? Ein Schrei in der Dunkelheit. Die Spätinquisitoren, die die Legion der Toten in den Ruinen des Halbzeits unterstützen, berichten, dass es bislang keinerlei Kontakt mit Bewahren Walter gab und sie auch nirgends gesehen wurde. Allerdings sei vor kurzem ein sonderbarer Schrei aus den Höhlen des Titanen gedrungen, der so laut war, dass er sogar noch oben im Lager des Bergbauaufzugs zu hören war. Von wem der Schrei stammt, ist unklar, aber es schien weder die Stimme einer Bestie noch die einer Kreatur der dunklen Brut gewesen zu sein. Bewahrerin Walter versucht, so möglich wieder Kontakt mit ihrem Volk aufzunehmen und könnte dabei Hilfe benötigen. Kleiner Aufträgungsturm am besten dafür geeignet, ohne ungewollte Aufmerksamkeit zu erregen. Wenn Orsama in diesem Fall selbst tätig wird, wir sollten den König bitten, einige Truppen der Legion der Toten nach Bewahren Walter suchen zu lassen. Ich kann ja ganz kurz den Kartentisch fragen. Also nicht den Kartentisch, sondern das Laptop-Orakel. So. Laptop. Nein, ich will gerade an keiner Unfrage teilnehmen.
rein. Oder wie? Oder hier? Es ist ein Schrei in der Dunkelheit. Aber wieso findet ihr es gerade nicht? Interessant, es gibt ja schon mal keinen großen Eintrag. Ein Satz, ein Schreiner Dunkelheit. Nö. Also gehe ich einfach davon aus, dass alles das gleiche ist. Und dann lassen wir das, ja, lassen wir das Liliana machen. Die Höhlen des Titanen wurden bis zur Bewahrung der Wald des letzten bekannten Aufenthaltsort durchsucht, doch abgesehen von kleinen Gruppen von der Schabitol, die rasch vernichtet wurden, war dort nichts zu finden. Walter scheint sich tiefer in die Titanen zurückgezogen zu haben, und sie ist nicht die einzige, die verschwunden ist. Auch Leutnant Renz' sterbliche Überreste ruhen nicht mehr in seiner Grabstätte. Wer sie von dort entfernt hat oder warum, ist unklar, aber es geschah erst vor kurzem. Weitere Schreie aus den Höhlen des Titanen waren noch nicht zu hören. Was ist jetzt? Harding können wir auch nicht. Mit Harding können wir auch nicht quatschen. Zum Quell können wir auch keine Schnellreise machen. Wir könnten aber hier zur kleinen Lagerstätte und dann von da aus in den Quell. Dann können wir gucken, ob wir da zu Bewahren Walter kommen. Aber ich gehe nicht davon aus. Wir laufen immer in die falsche Richtung von hier aus. Ich gehe mal davon aus, dass da, wo automatisch niedriger ist, automatisch richtig ist, aber. Wir kommen gar nicht mehr in der Bastion da rein. Ist dicht gemacht worden. Damit sind wir durch. Wir gehen kurz zur Himmelsfeste. Durchsuchen, verkaufen erstmal, kaufen uns erstmal ein bisschen was von dem Ansehen. Ich habe gesehen, es fehlt noch ganz wenig, damit wir den nächsten Inquisitionsrang kriegen. Dann holen wir uns irgendeine Boni und dann ist, glaube ich, auch fürs erste Schluss. Und fehlt nur noch das letzte DLC und der kommt dann in der nächsten Aufnahme. Okay, dann werden wir in der nächsten Aufnahme vielleicht ein, zwei Aufnahmen brauchen, um den durchzukriegen. Oder wie hier, drei. Ja, hier waren es drei. Glaube ich. Oder vier? Es waren ein paar Aufnahmen auf jeden Fall. Nicht so viele wie bei der anderen Geschichte, aber gut. Ich weiß ganz ehrlich gar nicht, wo ich anfangen will. Vor allem der Wächter, der hatte irgendwie Ähnlichkeiten. Er hatte Ähnlichkeiten mit diesem Felsgeist, den wir in Dragon Age 2 bekämpft haben. Und Zwerge mit dieser Verbindung zum Titan können also Magie wirken. Wir kaufen einfach so viele, wie er noch hat. So. Und dann können wir schauen. Attribute. Ich glaube, wir können gar nicht weiter. Kann es sein, dass es nicht höher als Inquisitionsrang 20 geht? Ja, geht nicht weiter. 20.000 sind das?
Und wir haben 8. Wir können gar nicht höher als Rang 20. Das ist Trust. Wir haben das Geld verschwendet. So 20.000 Tacken. Aber gut. Wer braucht die schon? Und wir haben diverse Pläne gekriegt. Das heißt, wir können uns vielleicht eine dieser Lyrium-Rüstung selber herstellen. Aber das kommt dann als in der nächsten Aufnahme. Jetzt gehen wir erstmal zum Kartentisch und schauen, ob da noch irgendwas Neues ist. Inquisitor? Ja. Ein Scherz für euer geistiges Fassungsvermögen. Eine Frau stolpert. Ende. Es ist schön, diese gedemütigt zu sehen. Das war die beste Urteil, das wir gefällt haben. Er sagte, eure Anfrage war eine Beleidigung seines kunarischen Erbes, Botschafterin. Ach, mir ist völlig egal, dass der Sohn des Barons ihn eingeladen hat. Und auch seine Geschichten interessieren mich nicht. Wenn der eiserne Bulle der Soiree beiwohnen möchte, dann nur mit einem passenden Hemd. Ach ja. So, schauen wir erstmal hier. Gibt es noch irgendwas zu tun für uns, bevor wir die Aufnahme beenden und uns dann in den letzten DLC reinstürzen werden? Hier gibt's nix. Hier gibt's nichts außer den erhabenen Rat bei Wohnen in 3 Jahren oder 2 Jahren. Na dann. Weiter aufsteigen ist auch nicht mehr. Das heißt, wir haben Geld verloren, aber egal. Liebe Gemeinde, wir speichern. Und das war dieses DLC von Dragon Age Inquisition. Das vorletzte DLC und danach kommt, ja, der Eindringling DLC und dann haben wir es. Ich weiß nie, ob ich der oder das DLC sagen sollte. Ist auch nicht wichtig. DLC 2 ist durch. In der nächsten Aufnahme machen wir DLC 3. Und ich weiß ganz ehrlich nicht, was noch kommen soll. Also das hat mich teilweise ein bisschen geistig überfordert, was in diesem DLC gekommen ist. Wobei generell sehr viele Enthüllungen sind gemacht worden. Inquisitor Ameriden war ein elfischer Magier. Die Elfen haben sich selbst massakriert, praktisch gesehen 2 Mal. Die Elfen waren für den Untergang der Dales teilweise mitverantwortlich, weil sie sich einfach geweigert haben, bei der zweiten Verderbnis mitzumachen. Ich glaube, das war die zweite. Oder war es die dritte? Ich bin mir sicher. Auf jeden Fall alles ganz komischer Kram. Ich glaube, es war die zweite Verderbnis. Ja, die ganz, also eigentlich so ziemlich alles, was wir über Dragon Age wissen, über das Universum wissen, ist vermutlich absoluter Schwachsinn. Bin mir nicht gespannt, was wir im nächsten DLC lernen, was von unserem Wissen Schwachsinn gewesen ist. Solange haften wir an dem Bekannten an, wir sehen uns in der nächsten Aufnahme wieder. Bis denn, viel Spaß und Cheerio!